Moin Moin und Servus, da sind wir wieder zur 16. Folge der Tech und Hardware News. Es gibt große Neuigkeiten. Wie es aussieht, möchte Valve die Ellbogen ausfahren und niemand anderen Konkurrenz machen als Nintendo. Der sogenannte Steam Pal soll dabei die Waffe der Wahl werden. Außerdem hat Sony ihre Strategie für das Geschäftsjahr 2021 sowie die darauffolgenden zwei Jahre vorgestellt. Ein riesiger Batzen Geld soll in diverse Vorhaben fließen, von Film- und Spieleumsetzung bis zur PSVR 2. Lasst mal drüber reden. Ganze 2 Trillionen, ja, 2 Trillionen Yen will Sony in den nächsten 3 Jahren für ihre Pläne ausgeben. Das sind ungefähr 18,4 Milliarden Dollar oder ein bisschen über 15 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld, aber die Ziele sind auch mehr als ambitioniert. Aktuell zählt Sony in all seinen Sparten 160 Millionen Kunden, also Konsolen, Fernseher, Audiosysteme, Notebooks und so weiter. Innerhalb der nächsten 3 Jahre möchte Sony aus diesen 160 Millionen Kunden 1 Milliarde machen. Das klingt erstmal ein wenig hochgegriffen, fast schon absurd, aber schauen wir uns die Pläne mal an. Um das Ziel zu erreichen, möchte man viel mehr Zusammenarbeit, also Synergien zwischen den einzelnen Abteilungen schaffen. So möchte man zum Beispiel zu ganzen 10 Videospielen Filmumsetzungen bringen. Vom lange geplanten Metal Gear Solid Film weiß man ja, dass er schon seit einiger Zeit in Planung ist und dank der Leidenschaft des Regisseurs Jordan Vogt Roberts auch sehr vielversprechend werden könnte. Um was es sich bei den anderen 9 handeln könnte, darüber lässt sich nur spekulieren, aber auch The Last of Us wurde ja bereits angekündigt und Titel wie God of War oder Days Gone könnten auch möglich sein. Was die PlayStation-Konsole selbst betrifft, so möchte Sony viel weiter in den Bereich der sozialen Medien und dem Mobile-Sektor vorstoßen. Laut Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan wurde der Kauf von Discord durch Sony von den Kunden sehr positiv aufgenommen und nun möchte man untersuchen, wie man noch weiter in die Welt der sozialen Medien vordringen könnte. Auch Sony hat gemerkt, dass dieses Schlachtfeld einfach nicht mehr zu ignorieren ist und möchte daher zumindest die Kommunikationsplattform, auf denen Lob und Kritik der Fans ausgetauscht wird, so gut unter ihr Dach bekommen wie nur möglich. Auch die Mobile-Strategie soll über erfolgreiche PlayStation-Titel laufen. Zitat von Jim Ryan: Mobile ist nur ein Bereich, den wir untersuchen, um Millionen von Gamern über unsere Plattformen hinaus zu erreichen. PlayStation hat einen riesigen Katalog mit diversen First-Party-IPs, welche sich auf Smartphone-Gaming übertragen lassen und unsere AAA-Games und Live-Service-Games ergänzen. Ein weiterer Punkt, der für Sony auf der Agenda steht, ist das Wachstum von PlayStation Now und PlayStation Plus. PlayStation Plus hat zum Stand März 2021 bereits 47.600.000 Abonnenten und da möchte man natürlich aufstocken. Zu PSVR 2 gab es nur sehr schwammige Infos. Die neue Sony VR PS5-Brille soll die neueste Sensortechnologie verbaut haben und viel mehr gab es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Sind soweit alles ganz verständliche Ziele, der Mobile-Sektor wächst wie verrückt, natürlich möchte man da auch ein Stück abhaben vom digitalen Kuchen. Ich persönlich habe halt noch nie ein Mobile-Game gespielt, was für mich mehr war als ein nettes Gimmick. Insofern bin ich da sehr gespannt, wie Sony ihre AAA-Titel wie God of War da integrieren möchte. Solange das für sich isoliert geschieht, habe ich damit auch kein Problem, nur wenn es zu einer Zwangslage werden sollte, also dass man Mobile-Titel nutzen muss oder dadurch in den vollwertigen Spielen irgendwelche Vorteile erlangt, dann würde ich das nicht so cool sehen. Es gab mal etwas sehr Ähnliches bei irgendeinem Mortal Kombat-Teil, ich meine es war 10, da gab es bestimmte Kostüme auch nur im Hauptspiel, wenn man sie vorher im Mobile-Spiel freigeschaltet hat. Und soweit ich mich erinnere, waren das sogar klassische Skins und somit keine coole Aktion. Also eben weil die Kostüme so geil waren, ist man natürlich dann nicht sehr erfreut, wenn man das über Mobile freischalten muss. Solche Moves sind vorstellbar, aber malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. Ich vermute, es beschränkt sich eher auf nette Spielchen wie Alien Blackout, der indirekten Fortsetzung zu Alien Isolation, die nur auf dem Smartphone erschienen ist. Bei dem Videospielfilm ist nach wie vor große Skepsis anzubringen, einfach weil die Vergangenheit bewiesen hat, dass viel Murks in dem Bereich gemacht wurde.
Discord bzw. die Ausweitung auf Social Media ergibt für mich auch einfach nur Sinn. Und was mit der PSVR 2 auf uns zukommt, das wird die Zukunft zeigen. Sagt uns doch mal in den Kommentaren, was ihr von der Strategie haltet. Sehnt ihr euch auch nach einer Umsetzung von The Last of Us auf dem Smartphone? Vermutlich nicht, aber sagt uns einfach mal eure Meinung in den Kommentaren. Nintendo, zieh dich warm an! Das Auge Saurons oder eher das Auge des Gabe Logan Newell und damit Valve ist auf dich gerichtet. Die Technik-Webseite Ars Technica hat einen spannenden Artikel über die Pläne des Gaming-Giganten veröffentlicht. Laut Insider-Infos arbeitet das Studio fleißig an einem Switch-artigen portablen Computer, auf dem die meisten Steam-Spiele laufen sollen. Steam Pal soll das Gerät heißen und der Release soll auch nicht in ferner Zukunft stattfinden, sondern noch Ende 2021. Neben diversen Aussagen von unabhängigen, zueinander stehenden Quellen gibt es auch Hinweise durch ein Update im Steam Client. Am 18.05. fiel Steam Database Operator Pavel Yundik die Veränderung im Code auf und das ließ er natürlich sofort die Netzgemeinschaft mit einem Tweet wissen. Pavel twittert: Valve's Neptune Controller zeigt sich erneut im letzten Steam Client Beta Update. Es heißt Steam Pal und hat einen Verweis auf Steam Pal Games. Dazu muss man wissen, dass bereits in der Vergangenheit, wie im Tweet erwähnt, unter dem Namen Neptune diverse Codes immer wieder hervorgestochen sind. Bisher ging man eben davon aus, dass es sich nur um einen Controller handelt und indirekt ist das ja nicht mal falsch. Also, wenn man sich die Switch mal anschaut, dann ist das ja nur ein Controller mit einem Bildschirm. Soweit es die anonymen Quellen von Ars Technica sagen, befindet sich Steam Pal noch immer in der Prototypphase und es ist selbst jetzt noch nicht gesichert, ob Steam Pal überhaupt der finale Name sein wird. Auch Daten wie Speichergrößen, Auflösung und Bildschirmgröße sind bisher unbekannt. Jetzt wäre der Steam Pal nicht die erste Hardware, die Valve auf den Markt bringt. Wir erinnern uns an die Steam Machine, Valves Antwort auf den Konsolenmarkt, ein quasi Heim-PC oder auch der Steam-Controller, die beide grandios gescheitert sind aus unterschiedlichen Gründen. Aber dann gibt es auch noch Valves Index-VR-Brille, die ein großer Erfolg war. Was ich persönlich super spannend finde, ist der Zeitraum, in dem der Steam Pal erscheinen soll. Denn 2021 soll ebenfalls die 4K-Version der Switch von Nintendo angekündigt und gegen Ende des Jahres veröffentlicht werden. Das sagt zumindest die Gerüchteküche, aber die ist mehr als heiß am Brodeln. Wir hätten hier also einen direkten Vergleich von zwei sehr ähnlichen Systemen. Switch-ähnliche Ankündigungen gab es ja über die Jahre schon vielfach. Also Alienware hat da beispielsweise mal ein Konzept vorgestellt und ja auch diverse chinesische Anbieter ebenfalls. Doch mit Valve könnte das erste wirkliche Konkurrenzprodukt zur Switch erscheinen. Jetzt interessieren uns natürlich dazu eure Meinungen. Hat Valve das Potenzial, mit einer technisch starken, nennen wir sie mal gattungsbegrifftechnischen Switch mit Nintendo den Boden aufzuwischen? Und könnte dann das Kräfteverhältnis mit der offiziellen 4K-Switch nochmal wechseln? Das sind so viele Möglichkeiten und mir schmerzt jetzt schon mein Geldbeutel, wenn ich nur daran denke. Das waren sie, die 16. Tech- und Hardware-News. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, vergesst nicht, ein Like und Abo dazulassen. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich. Wie immer, habt auch eine schöne Woche und Spaß an was auch immer ihr zockt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.